Hallo, ich bin der Robin. Hallo, ich bin Heidemarie. Hallo, ich bin Mila. Hallo, ich bin Aurien. Hallo, ich bin Luis. Hallo, ich bin Mila. Hallo, ich bin Felix. Hallo, ich bin Ines. Hallo, ich bin Maria. Hallo, ich bin Frieda. Hallo, ich bin Len. Hallo, ich bin Paul. Hallo, ich bin Theo. Hallo, ich bin Mia. Mir hat am meisten Spaß gemacht gestern, also wo wir gemalt haben und auch aufgenommen haben. Also ich bin sehr euphorisch so und manchmal auch so ganz zu Tränen fast schon gerührt, ne, wenn ich sehe, was sie erschaffen, wie sie dabei sind, konzentriert und auch, können wir es nochmal hören, können wir was machen wir jetzt? Und was ich bis jetzt mitgehört und gesehen habe, wird Granate. Am meisten Spaß gemacht hat mir bis jetzt, als wir die ganzen Bilder gemalt haben und das aufnehmen. Ich nehme für mich mit, wie viel Spaß es macht, selber Lieder zu schreiben. Und ja, dass das Ergebnis am Ende dann auch super ist. Also an der Projektwoche war besser als am normalen Unterricht. Es war witziger, es war schöner mal. Man hat zusammen den Text geschrieben, hat zusammen was gemacht und das fand ich sehr schön. Diese Woche hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich finde, dass das Zusammenarbeiten von verschiedenen Menschen aus verschiedenen sozialen Strukturen einfach unfassbar wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit. Wir haben gerappt, wir haben gemalt, wir haben getanzt, wir haben unfassbar viel gelacht, wir haben viel gelernt, wir haben viel uns ausgetauscht. Und das ist eigentlich genau das, worum es bei diesen Projekten geht. Ganz am Anfang, wie wir uns so kennengelernt haben, das war cool. Das eine ist, ich will Spaß haben, wenn es nervt, habe ich keinen Bock. Ist doch klar. Das zweite ist, ich möchte unbedingt was Cooles machen. Rappen kann sehr viel Spaß machen und es ist gut, Freunde zu haben. Also man war hier irgendwie freier im Raum und so. Man musste nicht die ganze Zeit auf Anweisungen irgendwie schreiben, die ganze Zeit oder so. Man hatte auch immer die Möglichkeit, einfach was zu sagen. Und ja, und trotzdem hatte ich viele Hausaufgaben, dann doch mehr, aber das hat sich gelohnt. Am meisten hat mir Spaß gemacht, das Bild zu malen und halt auch die anderen Sachen zu malen und das Video, was wir hier gedreht haben. Ich weiß jetzt, wie man rappt. Ich kenne jetzt auch diesen Trick da. Mit diesem Klebeband. Ja, genau. Und ich habe auch fremde Wörter gelernt. Mir hat am meisten Spaß gemacht, das Video zu drehen. Ja, ich habe auf jeden Fall noch mal ganz viel Rappen dazu gelernt. Und wichtige Tipps, was man so macht beim Rappen. Hier ist es offener, freier und trotzdem hat ja jeder seinen Job und seine Aufgabe. Ne? Und jeder weiß, ich komme dran, ich habe meinen Part und dann bin ich an der Reihe. Das ist ja unglaublich, wie hier auf allen Ebenen gelernt wird. Eben nicht nur in Anführungsstrichen rechnen, schreiben, sondern mit allen Sinnen auf allen Ebenen wird gelernt. Ich drehe auch mit. Das Oberthema Europa ist ja eigentlich genau das. Was will man über Europa erzählen? Europa ist ein Kontinent, Europa besteht aus vielen Ländern. Worum es eigentlich geht, ist, dass viele Menschen sich etwas teilen. Und das ist genau das, was auch in einer Schule passiert. Viele Menschen teilen sich etwas. Und wenn viele Menschen zusammenkommen und sich etwas teilen, dann müssen diese Menschen
Spielen miteinander klarkommen. Und wir haben genau das in dieser Woche gezeigt und ich finde auch bewiesen, dass es geht.